Der hat ein Jetpack! Oh mein Gott. Bin. Soll ich's nehmen? Soll ich's nehmen? Nimm es! Oh mein Gott. Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute der liebe Cengiz. Hello. Hello, Mofocke. Wir haben bei Cengiz gestern auch ein Video schon drüber gemacht und ich dachte mir, ich könnte es jetzt auch gestern rausgehauen haben, aber dann habe ich mir überlegt, Leute, ich habe ja gesagt, ich möchte erstmal ein Video bringen. Dementsprechend ein bisschen entspannter das Ganze, meine Freunde. Was aber auf jeden Fall heute Abend nicht so entspannt wird, ist mein Stream, denn der wird super, 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 super aufregend. Denn um 19 Uhr bin ich wieder online. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, Leute. Jetzt widmen wir uns allerdings einem neuen Item in Fortnite, beziehungsweise einem der neuen Items in Fortnite, denn wir haben ja jetzt seit kurzem die Jetpacks drin. Aber Cengiz und ich haben eine ganz andere interessante Entdeckung gemacht, die meiner Meinung nach genauso interessant ist, wenn nicht sogar fast schon interessanter als ein Jetpack, denn mit diesem Item hat einfach keiner gerechnet. Ich habe keine Ahnung, Digga, ich weiß es nicht. Hier kommt jemand. Steps. LOL, Digga, was denn? Der wundert sich jetzt auch, was das ist. Junge, was ist denn das für ein Ding gewesen, Alter? Freunde, das war so ein komischer Moment. Ich das war so seltsam. So ein seltsames Item in meinem Inventar und ich konnte das nicht benutzen. Und wir haben beide nicht gerafft, was es ist, aber dann, meine Freunde, haben wir mal hier auf die Karte geguckt und haben dann erkannt, damn, das ist ein Sturmsensor. Und ich würde sagen, wir zeigen euch mal ganz kurz in diesem Clip, den ihr jetzt sehen würdet, wie das Ganze funktioniert. Oh mein Gott, ich hab's! Echt jetzt? Ein Sturmsensor, ja. Ah, was macht das? Der zeig mal. Sturmsensor zeigt mir die nächste Zone. Zeig mal. Oh! What? Der zeigt die nächste Zone, wie geil. Ihr habt gesehen, so unglaublich kompliziert ist es gar nicht. Das heißt, das Ding zeigt einem quasi kurzzeitig, sogar mit einer Ingame-Markierung als 3D-Visualisation, an... Was denn? Google Maps. Ja, es ist wirklich so. Es sieht wirklich so aus, Digga. Es sieht wirklich so aus. Ich hab so verkackt, Cengiz. Ich bin down. Leute, ich widme mich gleich der weiteren Erklärung. Ich gehe nur ganz kurz hier hin und versuche ganz kurz hier den einen oder anderen Kill, beziehungsweise erstmal die eine oder andere Waffe zu holen. Ja, Leute, ist jemand? Ich komme. Ich glaube, der ist auf meinem Haus drauf, Digga. Oben. Der ist unter mir. Oh, nice. One shot, bro. Also Leute, wie gesagt, dieses Item ist gar nicht so unglaublich prekär, wie man es denn denkt. Aber gerade im Endgame, wo die Zone halt richtig krank viel Damage macht und ordentlich reintickt, Leute, kann dieses Teil vielleicht sogar schon game-entscheidend sein. Freunde, das Geile daran ist halt einfach, ihr wisst halt einfach, wo die nächste Zone ist und könnt euch schon da positionieren, High Ground holen und sowas. Das ist richtig geil. Ich hab einen großen Schildtrank für dich. Oh, nice. Kannst du mir den mitbringen? Ich hab nämlich auch noch einen. Ah, Cengiz, ich brauch deinen Schildtrank nicht, Alter. Ich hab selber einen gefunden, weißt du? Okay, ich brauch deine Hilfe nicht. Okay, ja, ich brauch deine Hilfe nicht. Ja, okay. Nein, bleib, warte. Bin ich halt bleib kurz hier, bitte, Cengiz. Bis dann. Cengiz, nein! Hallo? Cengiz, komm zurück, bitte. Cengiz, bitte! Hallo? Och, Mann. Das ist jetzt wieder nicht fair, Leute. Hallo? Ich hab grad wirklich gedacht, dass du gehst, Alter. Ich dachte gerade so, was für ein Move, Digga. Dann lass mal hoch zum Hotel pushen. Also Leute, Mission ist jetzt. Wir versuchen natürlich jetzt ein Jetpack zu finden. Wäre natürlich ganz geil, sage ich mal, wenn wir damit irgendwas einrichten könnten, was ganz nett ist. Ich meine zum Beispiel halt so einen kleinen Shotgun-Kill. Die Jetpacks sind allerdings Gold. Das heißt, sie sind, was sind das? Legendär, glaube ich, ne? Legendär, ja. Kann oh, jemand Ding ist bei mir, jemand schon ist bei mir. OP sein, okay. Was ich mach schon? Mir Sorgen, ich mach mir Sorgen, Digga. Ach lol, der alte Bot, der steht da oben. Der alte Bot, der. Hat einen Hit. Hab ihn zweimal gehittet, der hat kein Schild mehr. Hast du einen schon vor den Daumen? Ah, fuck. Nee, ich bin da. Kenn ich mich. Safe direkt. Doch, der. Und dann, dann wird der Native auch gefinisht. Och nein. Och Mann, Junge, es ist immer das gleiche, Alter. Jetzt, mein Freund, können wir uns ja mal ein bisschen überlegen. Cengiz, wie sieht das aus mit einem Jetpack, Alter? Hättest du Bock, mit einem Jetpack rumzufliegen? Ja, schon. Lass mal diese, gucken, ob wir eins finden. Das Problem ist, Dinger, die werden halt konsumiert. Das heißt, die werden verbraucht und... Ach so, die so sind wie halt, Dingens, so wie die Kristalle? Ich glaube, so wie ich das gelesen habe, eben schon, ja. Das heißt, die... Weil ich wollte gerade nämlich sagen, die Kristalle sind ja ein Stück weit so ähnlich wie ein Jetpack. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, und ich glaube, mit den Kristallen haben die so ein bisschen getestet, weil Jetpack hat ja so ein bisschen Hate ausgelöst. Ja. Und alle haben gesagt, wir sind nicht Call of Duty und so, weißt du? Ja, genau. Und dann wollten die mit den Kristallen erstmal so ein bisschen testen. So ein bisschen in die Rosette einführen. Hi. Okay. Was? Was wollten die? Die wollten in die Rosette reinfühlen?
ganzen Leute von Epic Games sitzen da. Ja, ich denke mal, so, der hält so eine Präsentation, so von dem Chef. Ja, mit dem neuen Jetpacks wollen wir erstmal vorsichtig in die Rosette der Spieler reinführen. Was? Oh mein Gott, Digga. Da sitzen einfach nur solche Idioten bei diesem Epic. Ich glaube nicht, Digga, sonst hätten sie nicht so ein geiles Game erschaffen, tatsächlich. Ja, das stimmt. Okay. Nimmst du das hintere Gebäude, das ganz hinten links, und ich nehme das davor. Okay. Dann haben wir genau eine Flanke, die wir zusammen abdenken können. Poker Dokes. Ach Gott, was der Gegner schon. Da oben, ich habe keine, oben. Ja, ich habe keine Waffe, Digga. Also, der Typ hat es nicht gerafft, Jenkins. Sollen wir den pushen? Ja, lass machen. Ich habe halt echt eigentlich gar keine Waffe zum Pushen. Der ist auch tot. Unten ist einer drin im Laden, ne? Da unten, hier. Nice. Lol. Hier ist jemand. Kommt jemand? Ja. Der hat 110. Oh, lol. Nice. Nicht getroffen, Digga. Oh mein Gott, der hat eins. Was, jetzt echt ein Jetpack? Nein. Oh Mann, Junge. Könnt ihr mal ganz kurz hier gucken, die Patch Notes, was die sagen. Also, wir haben hier auf jeden Fall diesen neuen Modus, der quasi nur Shotguns und dann halt dieses komische Jetpack halt drin hat. Dann, meine Freunde, haben wir hier das neue Jetpack. So, und ihr könnt mal ganz kurz reingucken. Legendary Rarity, das heißt, das Ding ist Legendary Found in Treasure Chest. Das heißt, wir finden es nur in Kisten, Jengis. Man kann nur einen Rucksack, also ein Rucksack-Item quasi gleichzeitig tragen. Das heißt, das Jetpack oder den Sturmsensor oder eventuell, was da noch kommen mag. Wir wissen es ja nicht, vielleicht kommt da noch irgendwann ein Heal-Pack oder sowas. Was weiß es nicht, Digga. Links, bei 334. Soll ich pumpeln? Ich piep mich ran und pömpel die, okay? Ich pömpel die zu Tode, Alter. Die werden, okay. Die werden richtig weggepömpelt, Alter. Die werden richtig weggepömpelt, ich sag's dir, Digga. Warte, noch nicht. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Der hat uns gesehen. Hab einen. Nice, sehr gut. Wo waren denn die anderen, gegen die gekämpft haben? Die kommen. Unten ist einer. Hey, der hat ein Jetpack! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der hat wirklich eins. Oh mein Gott, hinter mir. Der hat eins. Hinter dir. Wieso stirbt der denn nicht? Ey, Junge, so close, Mann. Ach, Kacke, Mann. Der Typ hatte ein Jetpack, das sah so seltsam aus, Alter. Es sah so seltsam aus, Digga. Es sah so weird aus. Er ist einfach hochgesprungen, Junge, wie sonst was, ne? Hab ne Scar. Hast du nicht. Reingenockt. Soll ich dir irgendwie helfen? Nice. Ist jemand? Hab ihn, nice. In der Burg hier vorne wird richtig gefightet. Komm mal her, unter uns. Nochmal unter uns. Hab einen knockt. Ist der Mate oben? Oh mein Gott, der ist bei mir. Hab beide da. Nice, sehr, Alter. Sehr gut. Huff. Okay, brauchst du ein Medikit? Ich hab zwei. Ja, hier. Bitte, ich nehme aber nur eins, okay? Weil ich kann nur eins benutzen. Okay, hallo. Hallo, Jengis. Ja, hinten beim Park. Gegenüber. Hast du ihn gesehen? Er ist beim Parkhaus jetzt hier. Ja. Der hat einen Jetpack! Oh mein Gott. Soll ich's nehmen? Nimm es! Oh mein Gott! Pass auf, der Mate kommt! Oh mein Gott! Was? Oh! Oh mein Gott, es macht Fallschaden! Jenkins, ich mach Hilfe! Ich komme gerade hoch! Ist der noch hier? Oh mein Gott, ich bin down. Wo genau ist der? Der ist oben auf dem Haus drauf, oben auf dem Haus jetzt. Achso, auf dem Haus drauf. Besser, ich seh ihn. Hab ihn. Oh, Alter, ich hab den Typen gerade in der Luft gehittet. Damit. Das wirklich Fallschaden? Ja, es macht Fallschaden, das ist richtig dämlich, Junge. Gib mir das auch mal, ich will das nur ganz kurz benutzen. Warte mal ganz kurz, ja? Okay, es hat eine Durability, man kann es nicht ewig benutzen. Hast du Schildtränke oder so? Ah, okay, nee, hab ich leider nicht. Pass auf, ich mach's noch einmal, okay? Also für dich, Jenkins, pass auf. Okay, mach mal. Nicht so hoch! Hä, macht ja echt Fallschaden. Nicht so hoch! Hä, macht ja echt Fallschaden. Man kann es nur begrenzt benutzen. Probier mal. Okay, irgendwie ein echt weirdes Ding, Leute. Echt seltsam, Mann. Müßig ist es. Echt komisch. Hä? Ich hab so Ultra-Fallschaden bekommen. Das Ding ist halt auch, also das mit dem Fallschaden finde ich halt ein bisschen schwachsinnig so, weil, keine Ahnung, und es geht halt sehr schnell leer, weißt du, was ich meine? Mhm. Vor allem ist das Problem halt, wenn man jetzt double jumpt, so, man muss halt schon aufpassen, dass man das jetzt halt nicht aus Versehen benutzt. Weiß nicht, ich bin jetzt nicht so, also ist ganz cool, ein geiles Gimmick. Gegner? Ich flieg da jetzt hin, Alter. Also man kann halt damit auf jeden Fall gucken, was, ja, man, die halt sind da, die sind bei, was man halt machen kann. Ist halt sowas hier, weißt du, du kannst halt richtig nice damit bauen. Ja. Wo sind die denn? Ach, da unter mir. Ich flieg da jetzt hin einfach, Junge. Soll ich da hinfliegen, Jengis? Mama, ja. Hab einen.
Habt ihr einen anderen? Nice. Okay, aber irgendwie weird. Irgendwie ein weirdes Item. Vor allem lädt es sich halt nicht wieder auf. Ich kann damit halt ganz cool Fallschaden abfedern, okay. Sehe ich den Punkt? Man kann sich zum Beispiel halt an der Wand... Warte, ich versuch's jetzt einfach mal. Pass mal auf, warte. Wir nehmen jetzt mal hier oben links den Berg. Ungefähr so mit den Kristallen. Also passt auf, hier, also ungefähr halt hier sowas. Bauen. Halt hier so... Yeah, so, jetzt ist zerstört worden, jetzt ist das Jetpack komplett weg. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, also... Das ist komplett kaputt? Ist komplett weg, ja, ist komplett weg. Hey, krass. Irgendwie ist es ein, ich weiß nicht, ein seltsames Item, keine Ahnung. 182 Gegner? 182 Stück sind das. Ja, ja. Die haben sich selber in die Luft gejagt. Jeff, Alter. Die wollen mich halt pushen, ne? Lol, meine Treppe hat nicht gebaut. Nice, Digga. Ich raff hier gerade gar nichts, Digga. Der wird mich finishen. Ich bin hier komplett stuck, Digga. Ich bin hier komplett in einer scheiß Struktur von einem Baum drin. Ah, fuck. Och, Mann, Junge, was ist denn das, Alter? Ja, Leute, ich glaube, mehr brauchen wir zu den Jetpacks gar nicht sagen. Die Runde leider kein Win abgeworfen, aber wir versuchen das natürlich jetzt nochmal. Hier ist noch eine Pump. Im Direkt. Hab eine Hunting. Wo ist die Pump? Hab einen genockt. Geh direkt hin. Achso, ist schon tot. Jetpack, ich hab Jetpack. Wo war der drinne? Wer, was? Der ist schon tot. Wo war denn der? Hier im Haus. Hier oben ist jemand drin. Hier ist jemand drin. Boah, Digga, für solche Plays eignet sich das Jetpack halt wirklich richtig gut, ne? Hast du gesehen? Ich bin quasi von oben reingegangen, Digga. Hey, krass, aber ich hab dich nicht gehört, ne? Was? Also ohne Spaß. Echt nicht? Ist das Silence? Das wäre zu krank, Digga. Kann das Tankstelle gehen? Okay, ja, da war auch jemand drin. Ja, man... Oben, jetzt. Oben. Wo ist der? Da oben. Wo? Der ist runtergefallen gerade. Ja, natürlich. Ja, man hört das kaum. Ah, Mann! Digga, was ist denn das, Mann? Ihr habt gesehen, mit dem Jetpack kann man nette Sachen machen, tatsächlich, wenn halt die Pumpguns nicht komplett broke werden in dem Game. Viele Leute werden jetzt sagen, gut, Revio, du warst so einen Kilometer in der Luft. Das stimmt. Ich glaube, Jetpack... Plus die Heavy Shotgun, Digga. Rasur. Weißt du, was ich meine? Du fliegst immer Gegner drüber, zack, in den Kopf. Ja, könnte sein. Das könnte halt wirklich krass sein, Alter. Weil alles andere, du bist automatisch vom Gegner relativ weit weg, sodass du tatsächlich halt gar nicht so nah an die Gegner rankommst. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, immer noch ein nettes Feature so. Schaffst du es überhaupt dahin? Ja, ich glaube, wenn ich hier die Hügelkante nehme, fliege ich genau oben drüber und lande direkt am Dach. Da liegt was Blaues. Sehr nice. Jumphead auch direkt da. Gegenüber im blauen Haus wird auf jeden Fall eine Menge Leute gerade. Kommst du mit mir, Jengis? Ja, ich bin hinter dir. Ah, nee, der ist unten bei der Tankstelle. Hab ihn? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Hab ihn? Hab beide. Alter, was für ein Bot. Kurz Medikit. Ich glaube, hier im Haus sind auch noch welche drin, Jengis. Ja, hier sind welche drin, ne? Bei mir. So, ich komme. Die werden ja doch gerade beschossen, ne? Hey, Digga, kann doch nicht wahr sein. Er ist low. Er will mich finishen. Oh mein Gott. Digga, was für ein Knecht schon wieder, Alter. Oh mein Gott. Zieh durch. Ja, ich zieh durch. Schaffst du. Nice. Komm, f***. Nice. Die Junge. Plays hier wieder, Freunde. Junge, was wollen sie alle von mir? Ich hab noch Schildtränke für dich. Echt jetzt. Oh mein Gott. Hier ist er. Mann! Feedback zu diesem ganzen Schlamasse, was soll ich sagen, Leute? Das Jetpack ist absolut unnötig und ich glaube, kein Mensch auf der Welt braucht dieses gottverdammte Jetpack. Alle anderen Spieler, so wie die Shotguns, regen mich wieder extrem auf. Und ich wünsche sämtlichen Leuten, die uns gerade getötet haben, wirklich von ganzem Herzen, dass sie irgendwann aufwachen und ihnen einfach die Nase fehlt. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Jengis vorbei. Ich verpiss mich jetzt. Tschüss.